Heute stelle ich euch mal die Zitrone vor. Zitrone ist eins meiner Lieblingsöle, weil es für Klarheit steht, für Reinheit. Ich liebe Zitrone einfach mal so zwischendurch aus dem Fläschchen zu riechen. Da hat man so das Gefühl, also es klärt sich alles. Man konnte es auch einen Tropfen einfach auf die Hand verreiben und einmal wirklich eine Minute inhalieren. Dann wirkt es so richtig super aufs System. Ich habe selber 10 Jahre in Japan gelebt und in Japan hat man schon, oh Gott, vor 20 Jahren angefangen, auch Büroräume mit Düften zu aromatisieren. Also da wird zum Beispiel auch Zitrone eingesetzt, weil Zitrone, weiß man, es ist einfach, es macht uns klarer, man kann sich besser konzentrieren. In dem Moment, wo wir uns besser konzentrieren können, ist natürlich so als Nebeneffekt auch die Fehlerquote sinkt. Also es wäre eigentlich eine geniale Geschichte für jedes Unternehmen, mit Zitrone zu arbeiten, auch in der Schule. Für Schüler ist Zitrone genial. Also einige meiner Kinder haben ihre Abschlussprüfung mit Zitrone am Tisch und riechend geschrieben. Man kann sich einfach besser auf seine Arbeit konzentrieren. Also in dem Moment, wo jemand mit Papierarbeit, die Schüler mit der Schule oder Erwachsene mit Steuern oder ansonsten was, wo man sich einfach gut konzentrieren muss, dann ist es eine tolle Möglichkeit, Zitrone direkt zu riechen aus dem Fläschchen oder auch in einen Kaltvernebler zu geben. Dann hat man einfach so die Zitrone super im Raum verteilt. Wo ich Zitrone liebe, weil Zitrone eben einfach sehr stark auf unsere Energetik wirkt. Ich massiere gerne mit Zitrone. Die verdünne ich aber, kaltgepresstes Öl, es kann ein Kokosöl einfach sein, gibt 2 oder 3 Tropfen Zitrone drauf und massiere gerne am Rücken. Das sind für mich oft einmal so energetische Altlasten. Und ich habe immer so das Gefühl, also für diejenigen, die so energetisch auch arbeiten, die werden das dann auch relativ schnell merken, in dem Moment, wo man mit Zitrone massiert hat, also nicht zu viel, einfach ein paar Tropfen auf kaltgepresstes Öl, das hat einfach so einen klärenden Effekt. Und ich glaube für mich, dass sich das also energetisch ziemlich was reinigen kann mit Zitrone. Zitrone gibt es jetzt auch als Nahrungsergänzungsmittel. Das ist natürlich für mich super, weil ich kann mir mein Wasser damit aromatisieren. Ich habe oft einmal so das Gefühl, wenn ich so ein Wasser trinke mit einem Tropfen Zitrone, als wäre das irgendwie so wie so ein, jetzt würde ich mal sagen, wie so ein Neuronenputzer. Also alles wird einfach wesentlich klarer und detaillierter wahrgenommen. Ich finde es auch ganz gut, wenn man einfach mal so das Gefühl hat, also man braucht jetzt so ein bisschen eine Hilfe für das ganze Immunsystem, dann ist es auch schön, dass man zum Beispiel einen Tropfen Zitrone im Wasser trinkt.